Ja, wir haben 4:30 Uhr. Konnten da ja nicht pennen. Das ist öfter so, wenn die Hunde nachts oder mitten in der Nacht nochmal raus müssen und dann solche Scherze machen wie draußen ein Häufchen setzen, aber dann drin auch nochmal. Und das am besten auch noch anfressen und so. Dann bin ich irgendwie, der Kreislauf ist dann so aktiv, dass ich dann nicht mehr zur Ruhe komme und nicht mehr pennen kann. Das habe ich leider sehr häufig. Ja, ich finde gerade meine Ohrhörer nicht, die Mikrofon, besseres Mikrofon haben. Deswegen versuche ich wieder ein bisschen langsamer zu gehen. Jetzt lenken mich wieder die Hunde ab, die hier rumtippeln. Also es wird sich dann vielleicht ein bisschen komisch anhören, weil ich langsamer, roboterhafter rede. Aber ich muss unbedingt jetzt ein Video machen, weil ich sehr wahrscheinlich herausgefunden habe, woran mein Elbow Flare liegt, den ich schon immer hatte bei der fucking Benchpress. Und weswegen die Übung bei mir nie funktioniert hat und immer mit Problemen und nie, das war, weiß ich nicht, ungefähr alle 4 Wochen hatte ich dann mal ein Benchpress-Training, wo ich Fortschritte machen konnte. Und das ist halt extrem frustrierend, auch über so lange Zeit. Und ich bin immer kurz davor, diese Übung aufzugeben und eine Variation stattdessen zu machen, mit Kurzhanteln oder eine Footballbar und irgend so ein Scheiß. Ja, komm, Clara. Hopp. Dann kommt es natürlich nicht mehr. Jedenfalls liegt der Fehler darin nicht, also ich habe mich zu sehr darauf fokussiert, auf den Flare, also auf den Elbow Flare an sich, dass die Ellbogen rauskommen und das zu verhindern, das also nicht zu machen, aber das ist nicht die Lösung und nur Symptombekämpfung sozusagen, weil die Ursache ist genau das Gegenteil, dass ich die zu sehr anwinkel, zu sehr tacke am Anfang der Bewegung. Und deswegen habe ich das bisher auch immer ignoriert, weil mir schon sehr lange die Leute sagen, ich soll die nicht flaren, was für mich, also in meinem Gehirn aber hieß, ich soll die getackt lassen, also angewinkelt lassen. Aber daran, das war der Fehler, ich erkläre kurz warum. Wenn man die zu sehr anwinkelt, ich kann das jetzt leider nicht veranschaulichen mit dieser Kamera, dann ist bei mir zumindest und bei den meisten eigentlich der Ellenbogen oder die Ellenbogen nicht mehr unter dem Handgelenk, sondern steht weiter raus, der Ellenbogen. Das ist eine suboptimale Position, um Kraft zu generieren. Und was aber jetzt passiert ist, dass die Langhantel zu weit nach vorne kommt oder nach unten, nicht nach unten, zu weit nach vorne und dadurch eine horizontale Bewegung entsteht. Schon bei der Abwärtsbewegung. Und horizontale Bewegung, also ist Horizontal Flex, das macht die Schulter. So, dann ist das, hat man da schon eine horizontale Bewegung bei der Abwärtsbewegung, dann ist es zu weit unter der Brust liegt die Stange. Und dann muss ich diesen Weg ja wieder kompensieren, dass die Stange zu weit weg gekommen ist. Muss ich dann beim Hochdrücken wieder kompensieren und habe dadurch nochmal einen viel längeren horizontalen Weg. Jetzt muss ich auch noch langsam sprechen, weil die Türen hier offen sind gerade und andere Leute schlafen. Und bei der Aufwärtsbewegung, bei dem, ja, hat man dann halt so viel Horizontalbewegung drin wieder, was alles die Schulter stabilisieren muss und das bei hohen Gewichten ist einfach viel zu viel für die Schulter. Und
Da war dann auch wieder das Problem, da ich mal angucke, ob ja J-Curve machen und so weiter. Und das mache ich dann halt auch so stark, diese J-Curve, dass das wieder zusätzlich nochmal eine extreme horizontale Bewegung ist, was durch die Schulter stabilisiert wird. Und deswegen ist das, ja, finde ich es oft halt sehr schwierig, Technikvideos zu schauen. Dann wird einfach nur sowas gesagt wie J-Curve machen. Aber die meisten oder viele neigen ja dazu, es zu stark zu machen. Man will gleichzeitig natürlich das ausnutzen, diese J-Curve, dass man in die natürliche Position nach oben kommt, aber gleichzeitig will man die horizontale Bewegung möglichst minimieren, weil es sonst so stark auf die Schulter geht. Und ja, ich werde mich da jetzt nicht mehr so stark drauf fokussieren, auf die J-Curve, nur noch halt ein bisschen. Aber wenn die Position der Ellbögen schon am Start richtig ist, denke ich, dass bei dem Press nach oben automatisch schon alles in die richtige Richtung kommt. So, ich muss das jetzt noch in der Praxis dann ausprobieren, aber das hört sich extrem plausibel an. Das könnte endlich die finale Lösung für meinen langjähriges Benchpress-Problem sein. Deswegen musste ich da jetzt spontan ein Video zu machen.